Und ein herzliches Willkommen wieder zu einem weiteren Teil hier bei Metroid Prime Remastered auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Schön, dass du hier wieder eingeschaltet habt. Und ja, vergesst nicht schon mal einen Daumen nach oben zu geben, denn wir haben den Piratenkomplex lokalisiert. Da gehen wir hin. Wir versuchen es zumindest. Dürfte hinhauen in der Folge. Und ja, machen weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Zuletzt haben wir hier die Super Missiles bekommen. Dementsprechend haben wir uns direkt schon mal einen Container für die Missiles geholt. Und gehen hier jetzt direkt mal weiter. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid und dass es hier weitergeht. Wir haben allerdings immer noch den 4.6., so wie beim letzten Teil auch. Dementsprechend. Ja, es ist noch dasselbe Tag. So, einen Aufzug haben wir gefunden. Zum Kontrolldeck. Gehen wir hoch. Da geht's raus. Das sind wieder neue. Die können wir erstmal scannen. Wo sind die denn? Wen haben wir da? Typus fliegender Pirat. Wird in Luftbodenangriff ausgebildet und ausgerüstete Piraten. Fliegende Piraten zeigen in der Luft ausgezeichnetes Manövriervermögen. Allerdings lässt sich das Hitzemuster ihrer Antriebssysteme hervorragend mit Wärmebildtechnik erfassen. Ihre Raketen sind potente Waffensysteme, was auf gewisse Weise auch auf ihre Antriebssysteme zutrifft. Fällt nämlich das System aus, stürzen sich die fliegenden Piraten gemäß ihres Kodex in einen Selbstmordangriff. Yeah. Da haben wir den Selbstmordangriff. Das war's. So. Wo kam ich her? Da nicht. Okay. War hier nicht. Ach so, ja klar. Ah, shit, hier ist noch eine Eisschicht. Ja, von hier passiert geht das nicht. Na gut, dann müssen wir das sein lassen. Dann müssen wir hier weitergehen. Eigentlich wollte ich halt noch was Geheimes aufmachen, aber gut, okay. Forschungslabor Ether genehmigt. So, einmal hier hin. Thank you.
Oh, da haben wir ein Metroid drin. Quatsch-Infusionsstufe 6. Objekt Metroid BR5497. Huch. Körpermaße verglichen mit letzten Infusionen. Zyklus bei 180%. Dosis um 4% erhöht. Behälter B116 überschreitet Grenzwerte. Entsorgung angeordnet. Wieder viel zu lesen. Einschlussfelder. Was? Einschlussfelder der Metroids nach Kalibrierung zu 100% zuverlässig. Temperaturen unterhalb 10 Grad Celsius halten Metroids gefügig. Die spitzen Kieferwerkzeuge des Metroids dringen in die Haut seiner Beute ein und schöpfen reine Vitalenergie ab. Kernspintomographie des Metroids ausgewertet. Studien zeigen vermehrte Aktivitäten des Scheitellappens während der Jagdzyklen bei Temperaturen über 10 Grad Celsius. Klingt doch interessant. Innere Metroid-Organe sind anscheinend auf Zellen zur Energieaufnahme und Reservoirs beschränkt. Ein neuer Eintrag wurde von den Piraten gemacht. Die Rekonstruktion der männlichen Lebensform 187, Codename Radley, wurde kürzlich abgeschlossen. Nachdem er auf Cebes bezwungen wurde, ordnete das Kommando an, diverse metagenetische Verbesserungen an ihm vorzunehmen. Obwohl daraus eine gesteigerte Aggressivität resultierte, konnten wir diese Veränderung innerhalb eines Zyklus verwirklichen. Die Metamorphose scheint sehr schmerzvoll gewesen zu sein, aber letzten Endes war sie erfolgreich. Frühe Tests haben einen drastischen Zunahme der Körperstärke sowie der Bewegung und Angriffsfähigkeiten aufgezeigt. Kybernetische Module und eine Enhancerung wurden zusätzlich appliziert. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Neuschöpfung, die wir als Meta-Radley bezeichnen, das Rückgrat unserer Sicherheitskräfte werden wird. Diese Aufgabe wird er sicherlich mit besonderer Hingabe erfüllen. Den Radley haben wir gesehen. Den sind wir ja auf dem Planeten gefolgt. Neuer Eintrag. Der erste Transfer von Metroids zu den wissenschaftlichen Labors auf Talon 4 ist abgeschlossen. Bei einem Vorfall am Landeplatz wurden 3 Exemplare vernichtet. Die restlichen konnten allerdings beruhigt und in Folge sicher überführt werden. Erste Tests mit der Infusion von Fazon befinden sich in Vorbereitung. Mit Spannung erwarten wir die Auswirkungen des Fazons auf die Metroids. Dies gilt insbesondere für ihre Fähigkeit, die vom Fazon abgegebene Energie zu absorbieren und zu verarbeiten. Erste Studien lassen auf eine beachtliche Zunahme von Größe und Körperkraft schließen. Ob diese Kreaturen in diesem Zustand lebensfähig sind, wird sich noch erweisen müssen. Quasi ein Erzfeind. Ich glaube, das hier müssten wir machen. Oder nicht? Achso, ich muss ihn hier scannen, ne? Typsicherung. Talon Metroid. Erfolgte Einwirkung durch Fazon mutierter Metroid. Der Fazon-Strahlung ausgesetzt mutierte diese Metroids, eine Spitzen-Predator-Spezies von SR388, zu einer einzigartigen Subspezies, die nur auf Talon 4 zu finden ist. Ein Talon Metroid klammert sich an seine Beute, absorbiert ihre Energie und nimmt dabei an Größe zu. Durch den Wechsel zum Morphball mit anschließendem Einsatz einer Bombe lässt sich ein Talon Metroid abschütteln.
Alter, müsste erst noch da unten sein. Und schießen scheinen eher zu können. Okay. Oh, Computer über Computer. So, was haben wir denn noch? Matt Whites weisen nach der Aufnahme von Vitalkraft einen enormen Zuwachs der Körpermasse auf. Verschlüsselte Daten haben wir geschafft. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Möglichkeiten zur Anwendung des Fazons betrifft. Unser Wissensstand erlaubt es uns nun, die DNS von Weltraumpiraten mit Fazon zu kombinieren. Der Codename für dieses Vorhaben lautet Projekt Helix. Vorausgegangene Studien deuten an, dass durch die Fazon-Infusion bei Weltraumpiraten völlig neue Genome entstehen können. Die Rate der Mutationen, die in unserem Sinne verlaufen, ist bei den momentanen Testobjekten ausgesprochen hoch. Zwar gibt es nach wie vor Probleme mit Fazon-bedingtem Wahnsinn, doch mit Hilfe verbesserter Infusionsverfahren sollte es möglich sein, mentale Degeneration auszuschließen oder zumindest zu reduzieren. Gesamtes Wachpersonal hat bei Überführung von Metroids niedertemperierte Schutzkleidung zu tragen. Diese Maßnahmen gelten auch beim Umgang mit Testobjekten, die ruhiggestellt oder für tot erklärt wurden. Direktive: Bei Eingriffen durch Metroids sind Raketen mit maximaler Sprengkraft zu verwenden. Gut zu wissen. Ich höre hier schon wieder etwas. Bewegungen in Sichtweite von Jäger Metroid DG scheinen psychotische Anfälle auszulösen. Das Personal hat einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern zum Brutbader einzuhalten. Okay. Jäger Metroid DS zeigt Anzeichen von erhöhter Immunität gegen Kälteeindämmung. Oh. Ui, viel zu lesen. So, was haben wir hier? Die Studien der Metroid-Biologie gehen weiter, wenngleich es wenig neue Erkenntnisse gibt. Es erscheint sinnvoller, die Metroids für unsere Zwecke zu benutzen, als ihre Fähigkeiten reproduzieren zu wollen. Könnte man sie auf geeignete Weise zähmen, so bestünde keine Notwendigkeit mehr, ihren Stoffwechsel im Detail zu verstehen. Eine kleine Gruppe konditionierter Metroids können eine ganze Armee niedermähen. Und wenn wir eine Möglichkeit gefunden haben, sie gegen Waffen mit Kältetechnik abzuschirmen, sind sie praktisch unverwundbar. Nach Erfüllung dieser Voraussetzungen müssten wir nur noch eine Möglichkeit finden, die aufgenommene Energie abzuleiten, dann stünde eine nahezu unbegrenzte Energiequelle zur Verfügung. Nicht verkehrt. Könnte man in unserer Welt auch gebrauchen. Fortführung des Projekts Titan wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Es sind Verletzungen der Sicherheitszonen vorgefallen, die zahlreiche Opfer gefordert haben. Der Zutritt ist bis auf weiteres strengstens untersagt. Östliche Quarantänebereich gesichert. Objekt bleibt unter Quarantäne. Alle weiteren Experimente wurden bis zur Befriedigung des Gebietes ausgesetzt. Befriedung. Befriedigung. Entschuldigung. Zu schnell gelesen. Quarantäneobjekt zeigt extrem aggressives Verhalten. Seine Körperstruktur, die aus Fazon-Erz besteht, scheint nahezu unverwundbar zu sein. Aufgrund dieser Tatsache sind unsere Bemühungen, das Objekt zu konditionieren, bisher erfolglos geblieben. Das Sezieren von Metroids wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Unsere Forschungsteams hat Energiezufuhren isoliert, die von den invasiven Doppelkiefern ausgehend zum Energiezentrum im viergeteilten Nukleus führen. Doch auf welche Art die Metroids tatsächlich ihre Beute Lebensenergie entziehen, bleibt ein ungelöstes Rätsel. Sie entziehen dem Opfer keinerlei Blut oder sonstige Körperflüssigkeiten und doch gelingt es ihnen, Energie abzuschöpfen. Die Identifizierung dieser Energie stellt uns vor ein Kernproblem. Sie hat keinerlei physischen Träger und dennoch stirbt das Opfer, wenn ihm diese Energie fehlt. Wir werden uns weiterhin mit diesem Phänomen beschäftigen. Die Isolierung einer lebensspendenden Essenz könnte der Schlüssel zu unserer Dominanz sein. Würde ich auch so sehen, ja.
Ja, Brutbälder für biologische Forschungsobjekte. Vorne Reststrahlen deutet auf extrem radioaktive Verseuchung hin. Okay. Behälter 10012 überschreitet sicherheitstechnische Grenzwerte. Umgehend entfernen. Behälter beinhaltet Überreste von Experiment 7526. Umwandlung zum Elite-Pirat gescheitert. Okay. Ja. Ein Energietank. Sehr gut, können wir immer gebrauchen. So, einmal abwärts. Sollte ich mal vielleicht mal scannen, die kennen wir noch nicht. Typus Vierenkäfer, grabendes Insekt mit eisverstärktem Panzer, scheut hohe Temperaturen. Dieser Vertreter der Käferfamilie hat sich an das Leben unterhalb des Gefrierpunkts in der Eiswüste von Pendrana angepasst. Zu diesem Zweck sind große Teile seines Körpers von einem massiven Eispanzer überzogen. Dieses Eis steigert seine Widerstandsfähigkeit, indem es ihn zusätzlich schützt und seine Grabfähigkeit verbessert. Merke ich nichts von. Bin nicht neu, ne? Heilandsblechle, hier gibt es viel zu lesen. Test der Wärmebildsoftware abgeschlossen. Übertragung der Software auf taktischen Visa-Prototypen zu Testzwecken angeordnet. Verbindung zum Steuerstromkreis des Sicherheitskraftfeldes unterbrochen. Mhm. Ich glaube, wir müssen da noch mehr deaktivieren. Sind da damit Walls drin, ne? Irgendwo höre ich was. Dieses Gerät versorgt das Kraftfeld am Boden des Raums mit Energie. Da brauchen wir einen Eisbeam. Den haben wir natürlich noch nicht. Haben wir hier sonst noch so ein Ding? Nee, ne? Oder doch. Hier runter wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich höre hier irgendwo. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Hm. Okay, was haben wir hier? Wärmebildsoftware übertrifft ursprüngliche Erwartungen. Das Kommando beurteilt zurzeit die Einsatzmöglichkeit im Kampf. Außentests im Gebiet von Pendrana genehmigt. Einsatz der Prototypenvisoren bei Sicherheitspersonal genehmigt. Verbindung zu dem Hilfsstromkreis des Sicherheitskraftfelds unterbrochen.
Ja, das scheint wohl das hier zu sein. Mehr Komponenten-Graffett zur Sicherung des Objekts aktiv. All drei Graffetter müssen deaktiviert werden, um Zugriff auf das Objekt zu erhalten. Kommando ist über den bevorstehenden Test der Wärmebildtechnik zu informieren. Ungewöhnliche Wärmespuren erscheinen im Wärmeabbild heller als ihre Umgebung. Thermalvisoren werden zum Quarantänebereich versandt. Diese Visoren dürften dem Personal nützlich sein, das mit der Überführung des dortigen instabilen Testobjektes beauftragt ist. Okay. Verbinden zum Hauptstromkreis des Sicherheitskraftfelds unterbrochen. Und wir kriegen einen neuen Visor. Jawoll! Thermalvisor erhalten. Und damit sage ich auch schon wieder danke fürs Zuschalten. Wir haben es doch geschafft. Piratenkomplex gefunden und sowas. Und jetzt haben wir das, was es da zu finden gab, gefunden, eingesammelt. Und wir sind bei 21 Minuten. Danke fürs Zuschalten. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Das war wieder Metroid Prime Remastered auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben nicht vergessen. Abo nicht vergessen. Glocke aktivieren. Ne? Ich weiß ja nicht, wann ich wieder zum Aufnehmen komme. Wenn ihr hier angekommen seid und es kommt nichts weiter online, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn wieder was kommt. Ne? Also Glocke nicht vergessen zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Euer von der YouTube Let's Plays als Hobby und viel Spaß noch mit meinen anderen über 3000 Videos. Tschüss.